Die Helios-Kliniken werden neuer Träger des Malteser-Klinikums in Duisburg. Eine entsprechende Vereinbarung ist am Mittwoch unterzeichnet worden. Mit Zustimmung des Kartellamtes könnte Helios das St. Anna in Huckingen und das St. Johannes in Homberg noch in diesem Jahr übernehmen. Die beiden Häuser zählen zusammen über 600 Betten und mehr als 1300 Mitarbeitende. Die Malteser hatten sich im Herbst 2019 entschieden, 6 ihrer insgesamt 8 Akutkrankenhäuser in neue Trägerschaften zu überführen. Durch steigende Kosten und sinkende Vergütungen könnten die Malteser die medizinische und pflegerische Versorgung nicht an allen Standorten sicherstellen, heißt es. Etwa 50 Kinder und 5 Erzieherinnen einer Mörser Kita müssen nach einem Corona-Fall in Quarantäne. Eine Erzieherin wurde positiv getestet. Die betroffene Mitarbeiterin hatte die Kita am Dienstag über das positive Testergebnis informiert. Die Kindertagesstätte in Mörs-Schwafheim ist nun für 2 Wochen geschlossen. Die betroffene Erzieherin wies vor dem Corona-Test keine Symptome auf. Die Stadt Duisburg hat einen Anstieg der mit dem Coronavirus-Infizierten gemeldet. Zum Stand Mittwochabend waren 141 Duisburger akut mit dem Virus infiziert. Insgesamt haben sich in Duisburg in Summe 2.257 Personen mit Covid-19 angesteckt. Mehr als 35.000 Menschen hat das Gesundheitsamt testen lassen. Das Blaue Haus in Duisburg-Hochfeld ist am Mittwoch eingeweiht worden. Das neue Jugendzentrum soll einen Beitrag zur Integrations- und Bildungsförderung von Kindern im Stadtteil leisten. Die pädagogischen Aufgaben der Einrichtung umfassen unter anderem interkulturellen Austausch, persönliche Ressourcenstärkung, sprachliche Entwicklung und Gewaltprävention. Im Vordergrund stehen hierbei freiwillige Mitarbeit, der Wunsch nach Veränderungen und die Integration in eine soziale Gruppe. Das neue Jugendzentrum ist Teil des integrierten Handlungskonzepts Hochfeld, das den Stadtteil stärken soll. Der Tourismus in der Metropole Ruhr zeigt sich im ersten Halbjahr 2020 schwer angeschlagen. Von Januar bis Juni sind die Zahlen der Ankünfte und Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr um jeweils rund die Hälfte gesunken. Noch deutlicher ist der Negativeffekt bei Betrachtung der Übernachtungen ausländischer Gäste. Diese sind sogar um knapp 60% eingebrochen. Hoffnung macht dem Ruhrtourismus dagegen der steigende Radtourismus. Auch online kam es zur stark erhöhten Nachfrage. So hat die Website des Radrevier Ruhr im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 225% bei den getätigten Klicks zu verzeichnen. Halbzeit bei der Online-Beteiligung zum integrierten Stadtentwicklungskonzept Hochfeld. Bislang sind rund 40 Ideen und Vorschläge aus der Bevölkerung eingegangen. Ein mageres Zwischenergebnis meint die Entwicklungsgesellschaft Duisburg. Sie wünscht sich eine deutlich lebhaftere zweite Hälfte der Bürgerbeteiligung. Die Online-Beteiligung läuft noch bis zum 3. September. Der Duisburger Zoo freut sich über Nachwuchs bei den kleinen Ameisenbären. Es ist bereits der 5. Zuchterfolg seit 2017. Aktuell wächst der jüngste Nachwuchs in der Tropenhalle Rio Negro heran. In der Zoolandschaft dürften Persea und ihr Partner Thiago damit zu den erfolgreichsten Paaren zählen. In Europa gelingt die Zucht der kleinen Ameisenbären nur selten. Weniger als 10 Jungtiere werden jährlich in den zoologischen Gärten geboren. Das Wetter zeigt sich in den kommenden Tagen wechselhaft in Duisburg. Der Freitag beginnt bewölkt, ab Mittag droht Regen. Erst gegen Abend kommt die Sonne mal länger durch, das Thermometer kommt auf maximal 27 Grad. Das Wochenende startet am Samstag voraussichtlich trocken. Es geht los mit viel Sonne, ab Nachmittag zeigt sich der Himmel aber zunehmend bedeckt. Die Werte schaffen es auf bis zu 24 Grad. Am Sonntag kann es ab und zu vereinzelt leicht regnen. Ansonsten gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken bei Höchstwerten von 21 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Autofahrer aufgepasst, in Duisburg wird morgen unter anderem auf der Kaiser-Friedrich-Straße in Marxloh und auf der Falkstraße in Düssern die Geschwindigkeit kontrolliert. Dazu sorgen Baustellen für Einschränkungen. In Meiderich sorgen Arbeiten an Gas- und Wasserleitungen für eine Sperrung auf der Paul-Bäumer-Straße. Die ist deshalb im Einmündungsbereich zur Bürgermeister-Pütz-Straße dicht. Ende September sollen die Arbeiten beendet sein.
Und in Homberg gibt es Einschränkungen auf der Mörserstraße. Die ist zwischen Südstraße und Duisburger Straße zur Sackgasse in Fahrtrichtung Duisburger Straße umfunktioniert. Ende Oktober soll der Weg hier wieder frei sein. Studio 47 wünscht eine sichere und staufreie Fahrt.